Zwei Turbolader, zwei Welten. Unter Spitzenbelastungen wird ein konventioneller Turbolader so heiß, dass er glüht. Der neuartige Abgasturbolader von Continental dagegen nicht. Dieser Turbolader stellt eine Weltneuheit dar. Continental ist es gelungen, den ersten Turbolader mit einem wassergekühlten Turbinengehäuse aus Aluminium in Serie zu bringen. Bevor solch eine bahnbrechende Technik zum Einsatz kommt, muss sie beweisen, dass sie dem Vergleich mit herkömmlichen Systemen standhält. Wir befinden uns hier im Abgas-Turbolader-Testcenter in Regensburg. Hier testen wir Abgas-Turbolader unter kundenrelevanten Bedingungen. Dazu gehören auch sehr hohe Temperaturen und der Turbolader sieht dabei auch sehr hohe Drehzahlen. Prüfstand ebenso wie Turbolader müssen für diese extremen Belastungen gründlich vorbereitet werden. Denn im Fahrzeug steigt die Abgastemperatur bei Volllast auf bis zu 1000 Grad Celsius an. Für den Prüfzyklus bedeutet das entsprechende Heißgastemperaturen und Turboladerdrehzahlen von 205.000 Umdrehungen pro Minute. Und der herkömmliche Turbolader? Er beginnt dann zu glühen. Solche Bedingungen sind keineswegs eine Ausnahme. Bei Bergfahrten oder bei besonders schnellen Fahrten auf der Autobahn kann es durchaus auftreten, dass der Turbolader rot glüht. Diese Bedingungen stellen wir in einem Thermoschockzyklus nach, bei dem wir die Abgastemperatur zwischen 200 und 1000 Grad Celsius dauernd umschalten. Mit diesem Test stellen wir ein ganzes Autoleben quasi im Zeitraffer nach. Wegen dieser hohen Belastungen führt bei einem herkömmlichen Turbolader am Werkstoff Stahl kein Weg vorbei. Der neue Turbolader von Continental dagegen besitzt ein wassergekühltes Turbinengehäuse. Dadurch wird das Gehäuse an keiner Stelle heißer als 250 Grad. Das ermöglicht den Einsatz von preisgünstigerem Aluminium. Die Oberflächentemperatur des wassergekühlten Turbinengehäuses ist sehr gering. Dadurch kann man auf Abschirmmaßnahmen weitgehend verzichten. Prinzipiell hat der neue Turbolader von Continental die gleiche Wirkungsweise wie herkömmliche Modelle. Das vom Abgasstrom in Bewegung gesetzte Turbinenrad überträgt die Energie auf das Verdichterrad. Die permanente Wasserkühlung verhindert, dass das Gehäuse zu heiß wird und stammt direkt aus dem Kühlkreislauf des Motors. Aluminium bedeutet auch einen Gewichtsvorteil. Das herkömmliche Turbinengehäuse aus Stahl bringt gut 4,4 Kilogramm auf die Waage. Das neue Gehäuse ist rund 1,7 Kilo leichter. Selbst wenn man das Gewicht des Kühlwassers mit berücksichtigt, ist das Aluminiumgehäuse immer noch 1,2 Kilo im Vorteil. Das wassergekühlte Turbinengehäuse ist eine Neuentwicklung für kleine, aufgeladene Ottomotoren und wird von unserem Kunden erstmalig in einem Pkw serienmäßig eingesetzt. Dass der neue Turbolader auch den höchsten Anforderungen standhält, belegt der zeitgenaue Vergleich der Testzyklen. Während das herkömmliche Modell links nach 55 Sekunden bereits glüht, bleibt das neue Turbinengehäuse über den gesamten Prüfzyklus hinweg unbeeindruckt von den hohen Temperaturen. Der neue innovative Turbolader von Continental hat folgende entscheidende Vorteile. Er ist leichter aufgrund der Tatsache, dass er aus Aluminium hergestellt ist. Er ist kostengünstiger. Wir vermeiden teure, warmfeste Legierungen. Er bietet Vorteile im Verbrauch und letzten Endes zeichnet er sich durch eine hervorragende Fahrdynamik aus.